Hallo und herzlich willkommen zu Giga The Show. Ja, Wahnsinn, er hat gerade noch umziehen. Alter Schwede, das war anstrengend, ne? So direkt von einem Set ins andere. Ich bin außer Atem und ich kann auch deswegen keine brandheißen News vorstellen. Du musst anfangen. Aber hast du was heute hier klamottenmäßig? War dir heute Krankenhaustag oder nee, was? Nee, du weißt doch, dass ich Zivi gemacht habe und da wurde man ausgestattet mit Klamotten. Und das reicht ja für ein Leben. Und das reicht für ein Leben. Die sind robust. Ja, normalerweise werden die aufgetragen über Generationen vom nächsten Zivildienstleister. Ich habe die geklaut, wie beim Hotel mit Bade. Deshalb ein weißes und ein blaues. Vielen Dank. Schön. Kommen wir zu den News. Willkommen bei Giga The Show. Auf der GC tut sich ja so einiges, so unter anderem auch im Rennspielgenre. Nein, ich rede nicht etwa von Need for Speed Undercover, sondern ich rede vom GTA-Nachfolger. Und zwar nennt er sich Race Pro. Und wir haben natürlich auch auf der GC mal nachgehakt, beziehungsweise mein Kollege Michael Bister war in Leipzig unterwegs und hat etwas Informationen eingeholt zum GTR-Nachfolger. Und wir schauen mal, was er da so festgestellt hat. Hier auf dem Außengelände der Games Convention 2008 befinden sich einige heißen Schlitten. Nicht nur neben mir, sondern auch hinter mir. Und zwar eine richtig geile Viper. Und die hat was mit dem neuen Spiel von Race Pro zu tun. Und ich habe mir den Entwickler bzw. den Geschäftsführer Simbim geholt. Und der wird mir jetzt mal sagen, warum die Jungs den Schritt auf die Konsole gemacht haben. Why you take a step to the consoles with Race Pro? Konsolen sind mittlerweile ein großer Markt für Rennspiele. Wir von Simbim wollen mit Race Pro erstmals auch dort Fuß fassen. Denn auf dem PC haben wir uns schon etabliert. Und somit ist das der nächste logische Schritt. Simbim ist gerade bei Rennsimulationen vorne mit dabei. Aber was genau sind denn die nächsten Features von Race Pro? Es gibt eine Menge neue Features. Eines meiner Lieblinge ist zum Beispiel der Hot Seat. Wir haben großen Wert darauf gelegt, dass man mit Freunden Rennen bestreiten kann und gleichzeitig vor dem Fernseher sitzen kann. Und was will ich noch fragen? Er selber ist nämlich auch eine Legende der Rennsport, des Rennsports. Und die Jungs haben da auch ein bisschen was mit dran geholfen, entwickelt mit den echten Rennsportlern. And you've got a legend of a... Als echte Rennfahrerlegende gibt es natürlich auch Kontakt zu anderen Profis. Wie verlief denn die Zusammenarbeit für die Herstellung von Race Pro? Natürlich floss meine Erfahrung, aber auch die der anderen Profifahrer der WTCC mit ein. Und insgesamt haben uns somit 50 Profifahrer bei der Entwicklung des Spiels unterstützt und auch geholfen. So, I think over 50 drivers all over the world have supported us in doing our games. This sounds very great, and it's your own car, the Viper. How many cars we've got in the game? Is this Viper in the game? This Viper is in the game. Oh, that's very nice, and ich möchte natürlich jetzt mal eine Runde damit fahren. Is it possible to drive with this Viper? Yes, of course. So let's take a ride, or? Yes. Ja, da kann man sich natürlich zu Recht fragen, hat Michael Bister diese heiße Reise in der Viper überlebt? Ja, hat er, denn er ist uns jetzt zugeschaltet live aus Leipzig, unser Korrespondent bei der Games Convention. Michael Bister, kannst du mich hören? Natürlich kann ich dich hören. Servus Eddie und auch ein Hallo an Nils, falls er irgendwo rumsitzen sollte. Ja, der ist auch hier. So, der ist auch da. Aber den ignorieren wir jetzt erstmal und lass uns ein bisschen erst noch über GT Pro, sage ich schon, über Race Pro reden. Wir haben es eben gesehen, konntest du schon Hand dranlegen, konntest du schon zocken? Ja, ich konnte ein bisschen anspielen und das Problem ist natürlich, es ist ein richtig krasser Simulationsracer und wenn du mich kennst, ich bin ja nicht ganz so was das Simulationsracer angeht und bin jetzt einfach mal gegen die Wand geknackt und mitten gedreht, aber ich denke, für die wirklichen Profifahrer, für die Leute, die auch die Vorgänger gespielt haben von Sim, ist es auf jeden Fall eine richtig digitale Geschichte und da kann man denken, man nicht falsch machen, sondern das Simulationsracing-Genre, wie auch immer das nennen mag. Ja. Michael, ich weiß nicht, ob du rückwärts sprichst oder ob du in einem Funkloch gerade bist. Ich habe aber entnommen, dass du das Spiel gezockt hast und dass es dir gefallen hat. Sehr viel mehr konnte man jetzt leider nicht so gut verstehen. Das habe ich verstanden, es tut dir leid, ist schon okay. Sehr gut, dass du irgendetwas gut bekommst. Ja, das war recht, wir befinden uns doch nicht gerade wegen dem Zentrum zu Leipzig, sondern außerhalb. Und ach so. Ja, kein Glück, das ist nicht ganz so gegeben, dass und dann? Ja. Ich habe richtig gerade nicht verstanden. Okay, ich dich auch.
Danke, Michael Bisser. Wir versuchen es, glaube ich, gleich nochmal. Du hast ein katastrophales Funkloch oder ein beschissenes Handy. Eins von beiden. Wir wissen es nicht, wir werden es rausfinden. Und dann werden wir mehr Impressionen kriegen aus Leipzig. Denn er hat ja nicht nur Race Pro gezockt, sondern hat natürlich sich heute auch beim Eröffnungstag für die Besucher rumgeschlagen auf der GC und natürlich auch noch andere Spiele wahrscheinlich Probe gezockt. Wir schalten später nochmal hin, dann gibt es mehr Eindrücke, hoffentlich in besserer Tonqualität. Jetzt machen wir erstmal weiter mit unserem Newsflash. Heute sind wir sehr stolz, unsere erste User-News verkünden zu können. Und zwar kommt unsere erste User-News heute von Hunter1337 bzw. Hunter Leaked. Ja, und er hat etwas rausgefunden zu GTA 4. Und zwar hat er eine News gepostet zu den Features von der PC-Umsetzung von GTA 4. Und da hat er einige Sachen rausgefunden und hat zum Beispiel aufgeschrieben, dass auf der GC bekannt wurde, dass der Multiplayer-Modus etwas aufgepeppt wird von GTA 4. Das heißt, die 16-Spieler-Beschränkung, die man von den Konsolen kennt, wurde zum Beispiel aufgehoben. Es wurde noch nicht gesagt, mit wie vielen man dann letztendlich auf dem PC zocken kann, aber es wurde gesagt, mit mehr als 16. Außerdem hat er darüber berichtet, dass das Spiel in einem sogenannten Darkroom auf dem Stand von Rockstar Games auf der GC vorgestellt wurde, und zwar bei einer Auflösung von 2560 mal 1600 Meter. Pixel, glaube ich. Und das sah auf jeden Fall sehr beeindruckend aus. Also grafisch soll es noch mal einen ganzen Tacken besser aussehen als auf den Konsolen. Und er hat auch ebenfalls noch geschrieben, wann es rauskommt. Für alle, die es noch nicht wussten, am 24. November kommt es dann eben für den PC raus. Und was ebenfalls ein interessantes neues Feature sein wird, vielleicht kennt ihr noch das Replay-Feature von den Konsolen. Das wurde ebenfalls ein bisschen getuned für den PC. So kann man jetzt bei GTA 4 auf dem PC eigene Videos schneiden mit GTA 4 und die dann auch ins Internet hochladen. Und ich glaube, GTA 4 eignet sich ja ganz hervorragend dafür, auch mal irgendwelche coolen Kamerafahrten oder sogar Filmsequenzen nachzuspielen. Also insofern auf jeden Fall ein sehr nettes Feature für den PC. Alle Infos dazu, wie gesagt, von Hunter in unseren User News. Viel Spaß damit. DICE, die Entwickler kennt man eigentlich von der Battlefield-Serie. Auf einem ganz anderen Gebiet versuchen sie sich mit Mirror's Edge. Und das Spiel ist für jedermann anspielbar auf der Games Convention Leipzig. Wir schauen mal rein in einen Levelabschnitt, der hier vorgezockt wird. Handelt sich dabei um das Level namens Jackknife. Das ist ein riesiger Komplex. Soll angeblich ein Tsunami-Abwehrsystem sein. Klingt lustig, ist aber, hat natürlich einen traurigen Grund. Man versucht natürlich, die Wassermassen vom Land fernzuhalten. Und diese Anlage ist hier originalgetreu im Spiel nachgebaut. Durch die geht diese Hatz hier. Und das ist tatsächlich wie ein Albtraum, in dem man verfolgt wird. Links und rechts auf diesen Balustraden stehen irgendwelche Sniper und schießen auf einen. Wenn man nicht schnell genug ist, ist man tot. Das ist Gewissheit. Und wenn ihr auf der GC seid in Leipzig, geht mal auf den Stand von Electronic Arts und zockt das Spiel Probe. Sieht wirklich großartig aus. Was ebenfalls großartig aussah, und zwar 2006 auf der E3, war ein sogenanntes The Casting Movie, das die Power der PlayStation 3 Hardware ein bisschen demonstrieren sollte. Vielleicht erinnern sich die einen oder anderen, da wurde eine Frau gezeigt auf einem Küchenstuhl, die dann auch angefangen hat zu heulen und so weiter. Damals wusste man noch nicht so genau, was hat es damit auf sich. Mittlerweile ist es klar, diese Szene stammt aus dem quasi inoffiziellen Fahrenheit-Nachfolger, der sich Heavy Rain nennt. Und jetzt auf der GC wurde ein neuer Trailer veröffentlicht und ich bin mal ganz kurz ruhig und wir schauen mal in den Trailer rein, der ist nämlich wirklich atmosphärisch sehr schön. Ja, der schwere Regen. Oder der Regen hat es schwer. Auf jeden Fall Heavy Rain. Ja. Sieht sehr nett aus und hat auch eben wieder Elemente, die man auch aus Fahrenheit kennt. Zum Beispiel diese Quicktime-Events. Man hat es gesehen, ganz kurz haben immer die Tasten vom PlayStation-Pad aufgeleuchtet, die man dann drücken muss. Und je nachdem, wenn man es schafft, rechtzeitig die Tasten zu drücken, ändert sich der Spielverlauf. Dazu eine knackige Story. Fahrenheit-Fans schlagen auf jeden Fall zu. Und zwar laut Director David Cage kommt das Spiel 2009 raus. Wann genau, wissen wir noch nicht. Aber wir bleiben für euch natürlich am Ball. Fahrenheit-Fans schlagen zu, war doch die Aufforderung.
von dir oder nicht? Ich setze mich gleich auf dich. Das wäre sehr schön. Ja. Weil ich glaube, du genauso riechst wie andere Leute aus deiner Familie. Kommen wir jetzt zu den News. Little Big Planet ist ein Exklusivtitel für die PlayStation 3, auf den wir uns alle ganz besonders freuen. Ein großer Knuddelspaß exklusiv für Sonys Konsole. Und da wird ein richtig mächtiger Editor mitgeliefert. Hier haben wir einige Auszüge. Da könnt ihr schon mal ahnen, welche Möglichkeiten euch dieses Spiel dann bietet. Ihr könnt da ganz eigene Level kreieren, die dann auch online zum Download bereitstellen, auf das sich andere Menschen aus der ganzen Welt eure Kreation runterladen können. Ich freue mich drauf. Sieht wirklich putzig aus. Süß. Süß. So. Kommen wir jetzt zu einer News, die vor allen Dingen den Adventure-Freunden sehr gefallen wird. Denn das Point-and-Click-Adventure ist ja quasi tot. Gestehen wir es uns doch ein, es ist doch einfach so. Warum sollen wir es nicht mal aussprechen? Sie haben das Adventure-Genre umgebracht. Und jetzt versucht ein Berliner Publisher, das Adventure-Genre wieder zum Leben zu erwecken, und zwar mit dem 5. Teil der Simon the Sorcerer-Reihe. Und das wurde bekannt gegeben auf der GC. Also der Publisher TGC entwickelt offiziell Simon the Sorcerer 5. Also mittlerweile ist das Spiel in deutscher Hand. Früher kam es ja noch von Adventure Soft. Und wir sehen hier übrigens jetzt keine Szenen, nicht irren, von Simon the Sorcerer 5, sondern von Simon the Sorcerer 4. Denn es gibt einfach noch kein Bildmaterial zu Simon the Sorcerer 5. Wir sind einfach so fucking aktuell, dass wir manchmal so schnell sind, dass wir es selber nicht zeigen können. Ja? Also, Simon the Sorcerer 5, ein Release-Date gibt es übrigens auch noch nicht. In diesem Sinne ist das quasi erstmal die Ankündigung, und was dann noch folgt, werden wir dann ebenfalls bald sehen. Ja. Ne? So, hier. Wir haben ja, Achtung, halte ich fest, wir haben ja Webcams auf der neuen Website. Vielleicht können wir mal ganz kurz... Wir sollten eine Warnung aussprechen, dass wir all jenen, die zart beseitigt sind, die Chance geben, jetzt abzuschalten. Vorbei? Ja, das wird nämlich jetzt, das könnte die erste, das ist die zweite Sendung, die direkt schon indiziert wird. Wir gehen mal auf die Website, und wenn ihr dann hier sehr schön auf Video klickt, hier oben in der Navigationsleiste, kommt ihr auf diese wunderschöne Seite, und da seht ihr schon Giga Webcam. Wenn ihr dann auf alle Webcams klickt, dann kommt ihr, na Nils? Alle Webcams? Auf alle Webcams. Nicht das nur auf eine einzelne Webcam. Nein, auf alle nicht Webcams. Nicht nur auf zwei, nicht nur auf drei, auf alle Webcams. Und dann seht ihr auch Folgendes, Moment, erstmal hier verschiedene Webcams, ja, außerdem in der Redaktion, ja, jetzt warte doch mal, man muss ja den Spannungsbogen ein bisschen hier aufbauen. Hier oben sieht man zum Beispiel uns, das ist der, hier, The Showtisch, und Late-Night-Set sehen wir da noch, wo wir eben gerade noch saßen, und leider ist uns etwas entgangen, aber unsere Regie hat aufgepasst. Sie machen nämlich den ganzen Tag nichts anderes, als an den Webcams zu hängen und die Kollegen zu überprüfen und zu gucken, ob sie nicht irgendwas Verrücktes machen, und tatsächlich haben wir folgendes Bild entdeckt. Können wir das mal ganz kurz zeigen, liebe Regie? Tada! So. Da fragt man sich natürlich, erstens, wussten die, dass in dem Moment eine Webcam ihr Treiben filmt? Oder machen die das immer? Ja, die lustigste Anekdote bei der ganzen Sache, wir wissen ja immer noch nicht, wer es ist, wir werden recherchieren noch weiterhin. Ihr könnt auf jeden Fall eure Tipps schicken, vielleicht könnt ihr anhand der Ärsche etwas erkennen. Ich habe eine Vermutung, aber das Lustige daran ist ja, unsere Webcams werden nur alle 20 Sekunden refreshed, ja. Das heißt, die beiden standen 20 Sekunden mindestens so auf dem Tisch in der Redaktion, ja. Also, so, jetzt haben wir ein fettes GC-Special für euch. Das solltet ihr auf jeden Fall mal genießen. Drüber nachdenken. GC-Special jetzt? Ja! Wow, das gucke ich mir an.